Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute zeige ich euch oder möchte ich euch zeigen, wie ihr eure Custom-Content-Inhalte von Die Sims 4 in euer Spiel bekommt. Dazu seht ihr jetzt hier schon meinen Desktop. Als allererstes müsst ihr ein paar Sachen machen, dass ihr die Dateien, die ihr runterladet, dann in eurem Spiel speichern könnt. Als erstes müsst ihr schauen, ich habe hier unter dieser PC Dokumente. Dann seht ihr hier einen Ordner, der heißt Electronic Arts. Da macht ihr einen Doppelklick drauf. Ich habe Sims 3 und Sims 4 installiert. Das heißt, ich klicke auf Sims 4 und dann sucht ihr nach dem Sims 4 Ordner Mods. Der war bei mir schon installiert. Falls der bei euch nicht installiert ist, dann erstellt einfach einen neuen Ordner mit einem Rechtsklick. Neu, neuer Ordner, okay? Wir nennen den großes M und dann ODS. Und wenn ihr hier raufklickt, dann haben wir hier die resources.cfg-File. Die ist ganz wichtig. Ohne diese File kommt kein Custom Content zu euch ins Spiel. Diese Datei kommt aber auch schon mit den Sims 4 zu euch, wenn ihr Sims 4 runterladet. Und wichtig ist, ich habe es hier natürlich schon erstellt, aber wir erstellen es einfach jetzt nochmal. In dem Mods Folder braucht ihr einen Ordner, der heißt Packages. Also großes P A C K A G E S. Und ich kann den natürlich jetzt nicht benennen, weil ich habe bereits einen. Und den Ordner macht ihr auf und in diesem Ordner werdet ihr alles installieren bzw. alles reinkopieren. Das machen wir auch gleich noch, was ihr euch runterladet. Wir löschen jetzt mal ganz kurz wieder diesen Ordner und schauen uns einfach meinen Ordner an. Der sieht so aus. Ich habe den unterteilt in Dinge, dass es mir leichter fällt. Ihr seht, hier hatte ich VIP. Da hatte ich dann quasi das komplette Basket installiert. So sehen die Dateien aus und die muss man letztendlich einfach reinkopieren. Und ich hätte gesagt, das machen wir jetzt einfach. Wir geben ein thesimsresource.com. Der Link für The Sims Resource, den findet ihr in der Infobeschreibung. Es ist natürlich kein Accept. Das ist natürlich kein Placement oder so. Ich bekomme dafür kein Geld. So, das Problem mit The Sims Resource ist, wenn ihr kein VIP seid, wie ihr es hier jetzt gerade seht, dann habt ihr Werbung ohne Ende. Das ist ein bisschen schade. Passt bitte auf, dass ihr auf keine dieser Werbungen klickt. Boah, also mir gefällt der gleich super gut. Ich nehme an, hier geht es um die Haare. Also ich hoffe zumindest, ja genau, Hairstyle. Julia Hairstyle. Und ja, wie gesagt, also Werbung ist hier ab. Deswegen, wenn ich viel einkaufe, hole ich mir immer VIP. Das kostet, glaube ich, 4 Dollar oder so für einen Monat, weil die Werbung ist einfach vom anderen Stern. Aber ihr müsst verstehen, die schalten Werbung, dass sie ihre Seite finanzieren können. Weil so viele Leute haben natürlich keinen VIP und deswegen schalten die Werbung. Ach, hier steht es ja oben auch, 4 Dollar kostet es. So. Also, wir klicken auf Download, weil das möchten wir jetzt haben. Dann warten wir, ich weiß es nicht, ich habe jetzt nicht aufgepasst, irgendwie 6, 7, 8 Sekunden. Und dann heißt es hier schon, thank you for downloading. Dann müssen wir warten, wir machen nichts, wir drücken nichts, sondern wir warten bis hier unten, seht ihr das hier? Wie möchten Sie mit Anto S vorher Package verfahren? Dann entweder ihr speichert es ab, dann ist es automatisch in eurem Download-Folder. Bei mir wird der Download-Folder immer relativ schnell, deswegen sage ich speichern unter und ich speichere es unter Dokumente, Electronic Arts, Sims 4, Mods. Und ich speichere es jetzt hier ab. Wir machen Speichern. Und dann gehen wir auch schon rein. Wieder zu unserem Ordner, Electronic Arts, Sims 4, Mods. Und dann sehen wir hier die Package-Datei. Seht ihr die Package-Datei? Und die ziehen wir einfach jetzt nur in den Packages-Folder.
Und dann haben wir das hier drin. Ich habe mir persönlich ja lauter Folder gemacht. Das heißt, ich nehme jetzt die Package-Datei und ziehe sie einfach in Haare. Ihr könnt es aber natürlich leichter machen, indem dass ihr bei Speichern unter gleich die Datei anwählt, die ihr haben wollt. Wir können das nochmal probieren mit irgendwas anderem. So, zum Beispiel wie das hier, Pretense of Sea. Da müssten mehrere Packages in einem sein. Wenn wir jetzt hier auf Download klicken, wir müssen wieder 10 Sekunden sind's. Wir müssen wieder 10 Sekunden warten, bis wir das Ganze runterladen können. Wenn wir VIP sind, da hatte ich ja auch schon ein Video drüber gemacht, dann können wir das einfach in den Warenkorb packen und das einfach dann alles downloaden. Das ist ein bisschen einfacher, aber wir sind gerade kein VIP. Wir machen wieder Speichern unter und speichern es wieder hier ab, weil ich, wie gesagt, ich möchte das immer gerne selber dann reinziehen in die verschiedenen Ordner. Ihr könnt aber auch gleich zu Packages reingehen und wir wissen ja, was es ist. Es ist was fürs Build. Das ist jetzt aber eine WinZip-Datei, das zeige ich euch nämlich jetzt auch noch. Das heißt, ich speichere es jetzt wieder hier ab. Und dann gehen wir wieder rein. Ich hoffe, es ist nicht zu kompliziert, wie ich das erkläre. Es tut mir leid, ich mache das zum ersten Mal. So, dann haben wir hier die ZIP-Datei. Es sind nämlich mehrere Packages, quasi mehrere Dateien von Packages in dieser ZIP-Datei, weil ihr guckt, wenn ihr mal gucken wollt, weil das sind ja mehrere Gegenstände, die wir hier bekommen können. Deshalb ist es quasi in einem WinZip, WinRAW ZIP Ordner. Ihr könnt euch einfach WinRAR runterladen. Ich guck mal, ob ich irgendwo einen Download finde, dann werde ich sie in einen Infobox verlinken. Ansonsten gebt ihr einfach im Internet, können wir mal schnell machen, WinRAR ZIP ein. Und dann holt euch am besten WinRAR von der originalen Webseite, also www.win-ra.com. Oder Chip ist eigentlich auch immer ganz gut, dass ihr da keinen Virus bekommt. So, ihr habt das jetzt installiert, alles super. Dann macht ihr einfach einen Doppelklick und dann seht ihr hier, genau, wir müssen es kaufen, aber wir haben es nicht gekauft. Und dann seht ihr hier die ganzen Packages und dann nehmt ihr einfach die ganzen, highlightet die mit Shift und der Pfeiltaste nach unten und klickt auf Extract to und wählt dann euren Ordner an, den ihr gerade erstellt habt. Das heißt, wir sind hier bei Dokumente, Sims 4, Mods und jetzt sind es ja schon die Packages-Dateien, die wir brauchen, dass es funktioniert. Wir müssen die immer in den Packages-Ordner reinpacken und für mich persönlich ist es etwas zum Bauen. Das heißt, ich klicke den Ordner Bild an und mache OK. Das war's, Leute. Wir können jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, ob wir alle Dinge drin haben und ihr seht, hier ist alles mit drinnen. Jetzt zeige ich euch noch schnell die ganzen Sachen im Spiel, dass ihr auch seht, dass es funktioniert hat. So, ich hätte gesagt, wir gucken jetzt einfach schnell in meinen privaten Haushalt rein, dass ich euch zeigen kann, dass definitiv die Frisur jetzt auch drinnen ist. Und zwar, wir gehen auf die Lorelei und dann müssen wir noch schnell die Frisur suchen. Da ist sie! Da ist die Frisur! So, und dann haben wir die Frisur im Spiel. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Ich versuche euch dann zu helfen. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich über ein kostenloses Abo von euch freuen, über einen Like oder einen Kommentar. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Servus.